Es macht mir ziemlich große Sorgen, dass wir... Es macht mir ziemlich große Sorgen, dass wir vor dem Herbst jetzt schon so eine Nahrungsmittelknappheit haben. Das ist kein gutes Zeichen. Und ich werde mal meinen Holzspalter... Kann ich den von der Menge runtersetzen oder das upgraden? Ah, ich kann da einfach mehr Leute drin arbeiten lassen. Geil. Damit wir verhältnismäßig mehr Bretter zusammenkriegen. Weil wir einfach zu wenig Bretter produzieren. Dann passt das von der Verhältnismäßigkeit wieder besser. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, ich merk's. Wir arbeiten daran. Aber ist gar nicht so einfach, daran zu arbeiten. Das ist so scheiße, dass uns hier einfach der ganze Ertrag... Also ich meine, uns ist ja nicht der ganze Ertrag abgesprungen, Gott sei Dank. Aber ein bisschen was. Die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir aus den Bohnen schon was machen? Die sind halt nicht so nährhaft, ne? Das ist so ein bisschen auch das Problem. Die Bohnen sind eher so... Geil. Jetzt produzieren wir... Sachen. Und mit den Bögen sollten wir dann auch wieder jagen können. Gut. Haben wir zumindest das erstmal geklärt. Das ist dann ein bisschen beruhigender für mich. Weil das ganze Anebenen hier, das ist alles gerade ein echt großer Aufwand. Ich hoffe, das rentiert sich dann auch alles. Wir werden sehen. Kommt im Herbst nicht auch noch Erntezeit? Ja, ja, wir haben noch mal. Wir ernten. Ja, wir haben jetzt gerade abgeerntet. Und sonst haben wir leider jetzt nicht so viel. Wir haben halt, wir produzieren halt Weizen. Aber wir können es noch nicht verarbeiten, weil wir noch kein Mehl daraus bekommen. Meine Feldplanung ist bis jetzt... Gelinde gesagt, nicht maximal intelligent. Ich meine auch nicht maximal dumm. Ne? Aber auch nicht maximal intelligent. Ausbaufähig, das ist das Wort, genau. Mapdoy, Dankeschön für den Prime und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank für den Support. Und da verlieren wir sogar noch. Durch Verderb verlieren wir sogar noch Essen, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Victor, danke schön für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. So, wir haben da jetzt so eine kleine Ecke drin.
Ist die Frage, wollen wir diese Ecke? Ja, ich kann auch, ich komme da auch nicht durch. Also wir haben hier halt diese eine. Wir kommen ohne Ecke, kommen wir hier nicht durch. Das ist ultra schade. Ich kann mit Entfernen nicht löschen. Wir müssen mit der Ecke arbeiten. Aber ich nutze die Ecke zum... Ich baue da unten quasi so wie so ein kleines Viertel hin. Es ist halt so bitter. Das ist halt so... knapp hier ist. Ich frage mich halt, ob es schöner ist, wenn wir hier oben... Weil das ist... Da kommen wir auch nicht hin, ne? Ja, dann ist da so eine kleine Ecke drin. Ist doch nicht schlimm, oder? Ist das schlimm? Gibt es irgendwie ein Kloster oder sowas? Wisst ihr das? Kann man irgendwie ein Kloster bauen? Oder eine Kirche? Oh! Das, meine Freunde. Das machen wir da unten hin. Jawohl, dann stört's mich nicht mehr. Dankeschön, Katastrophenvogel, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Kriege ich das noch ein bisschen geebnet? Nur so ein bisschen. Muss nicht viel sein. Mauern und Straßen. Geil. Perfekt. Und dann kommt da unten so eine temporäre, so ein temporärer Schlafplatz hin, weil ja da hinten die Leute wohnen. Weil ja hier die Lehmgrube kommt und dann auch mehr so Abbausachen noch hier sind. Und ich glaube, hier können wir auch noch Felder bauen. Und dann haben wir hier so temporäre Wohnorte. Um das mit den Lagern ein bisschen besser hinzubekommen. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ah, ich mag dieses Spiel. Das ist so hübsch. Es macht mich richtig glücklich, dass wir so ein schönes Aufbauspiel haben, das wir heute spielen können. Ich bin richtig guter Dinge. Ich habe richtig gute Laune. Ich liebe solche Spiele und ich bin ultra, ultra happy, dass wir heute sowas spielen können hier. Ich habe richtig Bock. Es freut mich sehr. Und es freut mich, dass so viele von euch hier sind und das Spiel mit mir genießen. Ist sehr toll. Dankeschön. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, die sind sogar sehr knapp.
Aber ich kann ja leider auch keinen zweiten Dude reinpacken. Wie sieht's hier oben aus mit Nahrung? Ja, sammelt eigentlich nicht ganz gut. Ja, wir brauchen halt dringend Felder. Wir brauchen dringend viel, viel mehr Felder. Und wahrscheinlich auch noch einen Jäger mehr. Ach, guckst du mal, da hinten war gerade auch noch mal was. Aber auch eher weit, ne? Weil hier sind nirgendwo Sachen. Nee, 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 hier ist nix. Dankeschön, Emeline, für die 31 Monate. Dann ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wir haben zu danken, dass du an einem freien Tag online bist, weil du das Spiel mit uns spielen möchtest. Ich wollte das nicht ohne euch entdecken. Das hätte ich mega kacke gefunden, wenn ich das ohne euch entdeckt hätte, das Spiel. Ich fand, das macht, also es macht sehr, sehr viel Spaß und ich wollte unbedingt, dass wir da gemeinsam reinschauen. Das hätte ich doof gefunden. Wenn das ohne euch passiert wäre. Aber nahrungstechnisch sieht es gerade sehr, sehr gefährlich aus. Nahrungsvorräte sind knapp, ja, ich merk's. Weiß, Moin Moin, weißt du, ob man den Ochsen keinen leeren kann? Ach, guck, da sind ja sogar Bögen drin. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Tatsächlich. Ich habe den einfach da hinten geparkt, weil er da nicht stört. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man den entleeren kann. Ist ein freies Aufbauspiel. Eine Kampagne gibt es, soweit ich weiß, nicht. Nee. Das Spiel ist vergleichbar mit Banished, ja. Wir jagen die ganze Zeit, also wir produzieren nur nicht genügend. Wir hatten halt jetzt eine Zeit lang keine Bögen zur Verfügung. Jetzt hat er wieder einen Bogen. Aber wir hatten keinen Bogen. Und deswegen, jetzt produzieren wir wieder. Jetzt produzieren wir wieder Bögen. Ihr steht so ein bisschen im Weg. Das ist besser. Das da oben muss dringend fertig gebaut werden. Wir fangen jetzt sicher gleich die Leute zum Verhungern an. Und wir machen hier noch eine Begradigung und noch ein Feld. Nahrungsvorräte sind knapp, Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, ich weiß. Ich weiß ja. Wir arbeiten daran. Ich habe da oben auch gleich noch einen Dude. Das muss nur fertig werden. Nur.
mach's gleich fertig, los. Bleib gleich dran und mach's fertig. Ja. Ja. So ist es fein. Geil. Und direkt haben wir noch einen Jäger. Ich kann da leider keinen anderen mehr reinnehmen, aber der wir haben jetzt zumindest das Doppelte an Jägern zuvor, ne? Zuvorher. Und ich hoffe, dass das vielleicht jetzt hilft mit der Nahrung. We'll see. Ist ein harter Winter auf jeden Fall. Was mich dazu bringt, meine Nahrungsmittelplanung hier zu überdenken. Wie kriege ich die denn gelöscht? Die Sachen, die da schon mal drinnen sind. Ah, ausgewählte Ackerfrucht entfernen. Wir wollen was haben, was eine hohe Hitzetoleranz hat. Genau das. Und dann wollen wir vielleicht noch was Kleines da. Die Sache ist, wir brauchen den Roggen gerade noch gar nicht. Hä? Ich habe das andere Feld angedrückt, glaube ich, gerade. So, dann haben wir einmal das. Genau, und da haben wir einmal haben wir das Feld drinnen und öfter brauchen wir es eh erstmal noch nicht. Ah, das Jahr ist aber nur umgesprungen. Okay, dann war ich einfach nur verwirrt. Aber... Es wird... Muss es nur nahrungstechnisch wieder werden. Dieses Gebäude hat keine Nahrung. Wie, das hat keine Nahrung? Das Gebäude soll ja auch Nahrung produzieren. Ich glaube, noch so ein Lagerding da oben ist gar keine schlechte Idee. Ich glaube... Das ist gar keine so schlechte Idee, dass wir da oben quasi... nochmal so einen Lagerbestand für die Nahrung hinkriegen, damit das nicht so weit weg ist. Ich finde es sehr gut, dass auch mal wer auf schön baut. Ja, ich bin absolute Schönheitsfanatikerin beim Bauen. Freut mich, dass es auffällt. Dankeschön, Mr. Moto, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und ich bin noch eine Weile live, ja. Ich bin noch eine Weile live.
Dankeschön, Peter PH, für die 21 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, danke, danke, danke schön. Und dann haben wir hier nochmal Palisaden. Ach, da ist schon. Da ist schon. Geil. Ey, das wird ein richtig hübsches kleines Dörfchen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und da haben wir einfach einen neuen Wagen, der jetzt Sachen transportieren kann. Was bedeutet, dass wir ab jetzt das Lehmvorkommen bauen können. Yep. Ab jetzt gibt's eine Tongrube. Was macht das denn? Wenn die Tongrube von dem Tonvorkommen errichtet wird, können Arbeiter Ton sammeln. Arbeitercamp werden genutzt, um kontinuierlich Holz zu ernten und Stein abzubauen. Zugewiesene Arbeiter werden Material und Arbeitscamp deponieren, wo ein Wagen sie einsammeln, viel effizienter in die Dings planen kann. Ja, das ist. Das klingt alles wundervoll. Das klingt alles nach. Da draußen kommt so ein wunderschönes Außenlager hin. Das, genau dafür haben wir das hier unten ja so geplant. Und dann brauchen wir da unten noch einen Wasserbrunnen. Wo waren denn die Wasserbrunnen? Die Brunnen, genau. Perfekt. Dann haben die nämlich auch direkt Wasser damit dran. Wobei, lasst uns den eher... Gott, ich liebe dieses Spiel. Hier hinpacken. Dann kann man nämlich hier um die Ecke noch was reinstellen, theoretisch gesehen. Cool. Cool, cool, cool. Noch mal geebnet werden, damit das besser wird. Aber mit der Nahrung wird es irgendwie gerade nicht besser. Aktuelle Stufe 1, nächste Stufe 1. Kann man Fischer nicht ausbauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Felder. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Felder. Oh mein Gott! Ah!
Wir haben halt keine Waffen. Aber wir sind viele. Wir sind viele. Leute, da sind Plünderer. Drauf da. Los. Na, hat doch funktioniert. Ah, eine Kaserne könnte man theoretisch gesehen auch noch planen. So. In die Ecken kommen jetzt überall Aussichtstürme. Dankeschön, Kampfwächter, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Und schon gibt's wieder Fleisch. Io, Leute. Das heißt ja nie, dass wir die essen. Hä? Ah, nice. Es wurde nichts geplündert. Ich habe mich gerade schon erschrocken, weil es hieß, Dorf wurde geplündert. Und ich dachte mir gerade schon, hä? Wie konnte denn das Dorf geplündert werden? Aber war ja nix. Gefäde zu steil, immer noch. Dann müssen wir hier nochmal begradigen. Damit wir dann unseren Zaun ziehen können. Och, zäunig. Ja, das wird ja langsam. Das ist eine riesige Palisade. Das sind keine Palisaden, das sind Zäune, damit die Wildtiere mir nicht meine Felder wegfressen. Lass mich das zu deinem Lebensmittelproblem sagen. Ja, hau gern raus. Hallo, Wando. So. Hallo, wo ist Mi? Ein wunderschön. Ich finde mein Dorf richtig süß. Oder? Ist schon süß, so wie das gerade hier so entsteht. Hallo, Nymphi.
Hallo Nippi. Es wird langsam. Für Lust durch Hitzestress, da kann meine Produktivität gut relaten. Das kann ich auch verstehen. Es sieht auch einfach so natürlich aus. Dankeschön. Ich bin total happy. Ich finde, das ist richtig, richtig hübsch geworden bis jetzt. Hallo Federweißer. So, geil. Neues Feld. Wir wollen was haben, was mit der Hitzetoleranz gut klarkommt. Bohnen. Und wobei wir die Bohnen dann eher... Ja, einfach zweimal Bohnen. Scheiß drauf. Einfach zweimal Bohnen. Was haben die für Nachteile? Flachs werden wir wahrscheinlich auch erstmal dann auch brauchen. Buchweizen liefert Getreide, das zu Mehl gemahlen werden muss. Trotz seines Namens ist es nicht mit Weizen oder gar einem Gras verwandt und wird daher nicht von Krankheiten anderer Getreidearten befallen. Buchweizen liefert normalerweise nicht so viel Ertrag wie Weizen oder Roggen und ist nicht frosttolerant, aber es hat eine kurze Wachstumsperiode, benötigt keinen fruchtbaren Boden und kann die Bodenqualität verbessern. Oh! Jawoll. Mir ist eine Ader geplatzt. Deine Felder würden reichen, wenn nicht so viel Unkraut wäre. Und Fruchtbarkeit kannst du Klee pflanzen. Das macht sehr viel aus. Deine Jäger stehen weit vom Wildwerk. Sonst doch aber wunderschön. Wie kriege ich denn das Unkraut rund? Oder woher sehe ich denn, wie viel Unkraut da drauf ist? Ach, Unkrautniveau 50. Unkrautniveau 63. Dafür brauche ich mehr Klee. Aber ich habe ja auch Klee drinnen, tatsächlich, in meinem... Brauche ich verhältnismäßig einfach noch mehr Klee? Feld umpflügen gegen Unkraut. Ja, mach ich doch. Wird doch gemacht. Ja, probieren wir stückchenweise. Also ich habe jetzt noch mal ein bisschen mehr Klee dran gesetzt und wir gucken gleich mal, ob das funktioniert. Beziehungsweise ob das reicht. Du kannst die ersten Jahre auch erstmal mit Feldpflege starten, bis das Niveau unten ist. Danach reicht einmal alle 3 Jahre. Na gut. Dann gucken wir mal, wie das tut, wenn wir uns erstmal ein bisschen mehr Feldpflege konzentrieren. Ich versuch's. Ihr habt gesagt, mehr Feldpflege. Ich bin auf Hardcore.
Ja, probieren wir stückchenweise. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich habe für den Jäger jetzt hier noch einen Rübenkeller hingepackt. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass damit das quasi sich ein bisschen löst, das Problem. Und ich bin noch im Überlegen, ob ich einfach hier noch eine Räucherei hinpacke. Die passt da nicht so gut hin. Aber mal gucken, vielleicht packen wir drüben noch eine hin. Aber das sollte jetzt auf jeden Fall besser sein. Kann ich Transportwege deklarieren? Also, dass das quasi von der Jägerhütte mit dem Waggon Sachen abgeholt werden? Funktioniert das? Ich glaube, du kannst noch keine Fallen bauen, Vimi. Du brauchst irgendwas, was mit dem Bogen gejagt werden kann. Das machen die Siedler selber, die vergeben selbstständig Aufträge an den Wagenmacher. Alles klar. Das heißt, der steht einfach da und existiert. Wobei ich jetzt am Überlegen bin, ob mir der da unten nicht sogar besser gefällt als da oben. Also hier, direkt neben dem Handelsdepot. Statt hier oben. Was meint ihr? Ja, wir werden ihn noch ein paar Mal umbauen müssen. Ich lasse es jetzt erstmal noch hier. Ich weiß noch nicht, was noch für Gebäude aufploppen. Oh. Ressourcen wie Baustellen oder Stände müssen markiert werden, bevor die Arbeiter abbauen. Ah, ich glaube, ich habe nichts Markiertes mehr. Deswegen kriegen wir auch keine... Deswegen kriegen wir gerade auch nichts mehr. Ich habe alles abgeholzt. Den Baum nicht. Mir macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß. Bis jetzt. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja, wir könnten das Ding halt auch hier hinsetzen, ne? Theoretisch gesehen könnten wir das auch hier hinsetzen. Und ich glaube, hier wäre es fast perfekt. Weil wir da halt einfach auch an dem unteren Posten sehr nah dran sind. Jetzt verschiebe ich es schon wieder. Andererseits ist es auch ein bisschen da, um einfach immer wieder neu verschoben zu werden und alle in den Wahnsinn zu treiben damit. Oh, und jetzt habe ich ja auch noch mal die Strecke abgerissen. Das wird immer schlimmer mit mir. Aber so. So passt das ganz gut. Und dann müssen wir hier nochmal anebnen. Weil das noch zu uneben ist an der Stelle. So. Händler, einen Händler reinbekommen wir mal wieder was. Für die Werkzeuge bräuchten wir das. Feldfrüchte bereit zum Anbau. Ach du Scheiße. Okay, okay, okay. Bitte ebnet das erstmal. So.
erstmal nur Feldqualität, ne? Hatten wir ja gesagt. Neuer Dorfbewohner geboren. Schön. Ein paar Kinders mehr. Wisst ihr, was wir auf jeden Fall auch brauchen? Ja. Eine Baumschule. Das müssen wir dann bauen, wenn Lehm da ist. Mir fehlt gerade schon wieder Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Aber eine Baumschule brauchen wir auf jeden Fall, weil wir das ganze Holz wegbekommen gerade. Hallo Freak Butter, das war nicht auf dich bezogen. Wisst ihr, sind das nicht ein bisschen viele Bauaufträge auf einmal, ob die Leute damit zurechtkommen? Also bis jetzt kriegen sie es super hin. Gibt klare Prioritätenlisten, wann, wie, wo, wie, was gemacht wird. Und das funktioniert. Also gibt echt nichts, worüber ich mich beschweren müsste an der Stelle. Wobei wir das eigentlich nicht begradigen müssen. Ist das Rück so schief? Das stört nicht, dass das schief ist. Ah, wobei, doch, das stört, dass das schief ist. Doch, das stört. Das schwebt. Das schwebt auch. Wir arbeiten daran. Bringt die Baumschule Holz oder Nahrung? Kann theoretisch gesehen beides bringen. Du kannst auch also Obstbäume pflanzen, wenn ich das gesehen habe. Doch, auf Pfosten müsste gehen. Unter Nahrung gibt es die Baumschule, ein Gebäude, in dem ein Baumpfleger beschäftigt ist. Ein Baumpfleger wird hier arbeiten und Obstbäume in der Nähe pflegen und abernten. Und das müsste eigentlich auch Holz bringen. Sonst weiß ich nicht, wie. Sonst habe ich keine Ahnung, wie. Wahrscheinlich direkte Holzfällerlager aufschlagen. Temporäre. Ah, du kannst am Arbeitscamp einstellen, dass nur erwachsene Bäume gefarmt werden sollen. Das ist natürlich smart. Damit wird es wahrscheinlich effizienter. Hallo Xantis und hallo Gengar. Ja, hier gibt's Bäume. Sind halt teuer, ne? Aber theoretisch gesehen kannst du dir damit halt so ein
Wald hier anpflanzen. So. Und dann entsteht da jetzt stückchenweise ein Wald. Und den kannst du dann... Gucken wir mal gleich, ob das funktioniert. Aber den müsstest du dann eigentlich fällen können. Dankeschön, Lost in Caps, für die 22 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Alter. Aber das müssen wir ein bisschen ebener bekommen. Das geht gar nicht. Das ist... Meine ganzen Pflanzen schweben, weil es so schief ist. So. Alles, was da unten gebaut wird, sollte eigentlich priorisiert werden, weil das alles ermöglicht, dass es danach hier schneller verläuft. Ja. Ja, der steht hier besser, der Karren auf jeden Fall. Der Karren steht hier jetzt richtig gut, glaube ich. Dankeschön, Winzer, für die 31 Monate und den Tier 2 Sub. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön auch Lost in Caps nochmal an der Stelle. Dankeschön. Ich glaube, die Pflanzen schweben, weil du begradigt hast. Das kann auch sein. Aber hier muss ich nochmal begradigen. Das fixt es auch. Normalerweise. Ja. Da ist das auch besser. Beim Wagner kann man gleich zwei Wagen bauen. Ja, brauche ich aber eigentlich noch nicht. Dorfbewohner an Typhus erkrankt. Oh! Rona ist an Typhus erkrankt. Eine Infektion, die durch Unsauberkeit entsteht und dann unter Dorfbewohnern verbreitet werden kann. Typhus verursacht Erbrechen, Hauterschlag und Fieber und kann manchmal tödlich sein. Wenn du dafür sorgst, dass Äpfel aus den Häusern entfernt werden, Häuser einen Vorrat an Seife haben und die Rattenpopulation niedrig gehalten wird, wird die Wahrscheinlichkeit eines Typhusausbruchs verringert. Wir haben halt noch gar keine Seife, ne? Ja, ich arbeite schon an der Drogerie, quasi an einem Heilkundehaus. Mir fehlt Lehm gerade noch. Es gibt keine Steine in Reichweite für diese Abbaudingsstelle. Natürlich gibt es welche. Da. Und jetzt kann ich hier eins Holz, ein Dings und nur große Bäume. Geil. Und die bauen jetzt automatisiert ab. Geil. Dann priorisieren wir das mal auch noch schnell nach oben, damit wir den Rattenfänger dorthin gebaut bekommen. Oh. Oh, Seife. Ah, und da bewegt sich jetzt der Karren und hilft. Dann hole ich dann direkt einen zweiten, dann wird es schneller. So. Jawohl. Und dann kann ich jetzt nämlich hier das Rattenfängerhaus reinpacken.
Nur ein Rattenfänger raus mitten drinnen, das hoffentlich ein bisschen hilft gegen den Typhus. Na? Na, wir werden sehen. Ich hoff's. Und wir werden noch so ein Arbeitercamp da oben hinbauen. So. We need... Ja, das muss jetzt als erstes und nächstes fertig werden. Haben wir jetzt mehr Arbeiter dran gesetzt, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und wir haben einen neuen Händler. So. Medizinische Wurzeln, Körbe. Ach, guck dir mal. Da könnte ich was verkaufen. Dann könnte ich Felle verkaufen. Ach so, nee, warte mal. Dieser Händler kauft diese Ware. Ja, genau, das will ich ja. Und dann will ich... Ach, ich muss die aber auch erst... Ich muss die erst einlagern, ne? Wie lager ich denn was ein? Also wie kriege ich denn da überhaupt... Also Goldtransfer habe ich verstanden, wie der geht. Ah. Alles klar, dann wird das einmal verschoben. Er verkauft Leinen, Kleidung, Töpferware, Kerzen, Mehl, Kräuter. Das brauchen wir alles nicht. Okay. Und dann müssen wir kurz warten, bis die Sachen vom Lager rübergetragen wurden. Aber das Lager ist direkt hier, also das sollte eigentlich recht schnell gehen. Da kommt schon der Waren-Ladedude, glaube ich, oder? Nee, war nicht er. Dorfbewohner an Cholera erkrankt. Hä? Okay, ich muss, glaube ich... Meine ganzen Dorfbewohner werden gerade krank. Bin schwer verwirrt. Ich bin schwer verwirrt. Auf dem Kompost sammeln Fäkalien, sammeln menschliche und tierische Abfälle, die nutzbar in Kompost umgewandelt werden. Kompost kannst du einfach finden. Ich glaube, ich brauche überhaupt erstmal jemanden, der meinen Müll abholt. Weil das haben wir auch noch nicht. Ups. Das sollte ich vielleicht auch noch machen. So, dann reiße ich das hier nochmal ab. Sorry. Und plane ich hier erstmal einen Fäkalien-Abholmenschen. Ja, ich habe irgendwie... Ich habe es irgendwie vergessen. Ja, ja, das ist weit genug weg, dass das für die Attraktivität egal ist. Ist weit genug weg.
Danke schön, Ablink, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ja, genau, das ist, der produziert auch Dünger. Deswegen habe ich es auch da in die Ecke gepackt, weil ich halt dachte, dass sich das da einfach anbietet. Deswegen steht es mit gleich da dran. Tür verspreitet sich aus, Leute. Scheiße. Werden die Sachen jetzt automatisch ins Lager gebracht? Ah, so kann ich sie wieder wegschicken lassen quasi. Dorfbewohner geheilt, das klingt doch gut. Geil. Das ist doch zumindest was positiv. Hallo Dave. Arbeiten dran. Vielleicht brauchen wir einen zweiten Bogen, Dude. Wir arbeiten dran. Die Bäume können ja auf jeden Fall weg. Das sieht nämlich nicht aus, als könnte man das Dorf verlassen, wenn die Bäume da so stehen. So. So. Und Kompoststatus 0. Aber wir haben einen Komposter jetzt. Dorfbewohner an Krankheit gestorben. Ja, das kann man nicht verhindern. Manchmal sterben Menschen. Ist das schon eine Feldstraße? Den Weg ja nicht so umgesetzt, wie ich gerne hätte. Aber so sieht's, glaube ich, okayisch aus.
das gefällt mir an und für sich nicht so. Vielleicht erweitere ich das Feld noch um eins nach links und lege das den Weg dann wirklich genau so an. Hallo Bexi! Ist mein erster Playthrough und ich habe es am Mittwoch das erste Mal gespielt. Also ist für mich alles noch sehr neu. Macht aber sehr, sehr viel Spaß so far. Also. Würde es so auf jeden Fall weiterempfehlen. Oh, danke schön, Leava, für den Raid. Das ist ja nett. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, das Game macht süchtig. Ja, ja, total. Geil, und der Verteidigungsturm funktioniert schon mal. Und der hier auch. Das heißt, da ist jetzt auch nicht mehr so einfach mit angegriffen werden. Ich bin gespannt, ob sich das mit den Feldern hier ein bisschen besser löst. Wenn die Felder dann einmal neu anwachsen quasi. Aber das wird bestimmt. Das wird bestimmt.